durch die Wand. Pass eher darauf auf, dass der Umzug klappt. Wir sind nicht so wichtig. Ist eine Illusion. Nee, ernsthaft? Wie lustig. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurückrennen, ja? Ist es auch, achso, ja, jetzt mit dem Schwert. Mach erst die Hera-Quest fertig. Ach, ihr wollt nur endlich mal eine Frau hier im Spiel sehen. Monsterlager. Monsterverseuchter Ort. Ständige Sorge für Anwohner. Das heißt aber, das ist diese Höhle auch, ne? Warte mal, wir sollten Fackel auslassen. Bitte. Ich hoffe, dieses Vieh kommt nicht. Dieses Level 20er Vieh halt. Ja. Dann sind wir schneller wieder draußen als lieber. Weitermachen? Hast du etwa angefangen mit der Kira Quest? Nein. Noch gar nicht. Nee. Aber die gibt dir dann was. Ja, was? Ach so. Ob du im richtigen Haus wird im Questzorg eingebaut. Warte mal. Es kann natürlich auch sein, dass wir diese letzte Erscheinung töten. Habe ich jetzt gar nicht dran. Warte, wir gehen nochmal hier rein. Wird sich ja nicht so schnell resettet haben. Ich muss noch Doppelblocken lernen. So. Wird es aber wahrscheinlich nicht gewesen sein. Es wird wahrscheinlich wirklich dieses Monstervieh gewesen sein. Ich verstehe das hier gerade nicht. Na egal, aber wenn es Level 20 war, dann juckt es uns eh noch nicht mit Level 7. Deswegen. Wie gibt mir dann was? Ja, später. Ich möchte erst die Fragezeichen weg haben. Ich möchte jetzt erstmal hier weiter mich mit meinen Fragezeichen bedienen. Ich glaube, wir müssen hier einmal rumreiten. Gehen wir wieder so runter. Ja, wir können auch noch skillen, ich weiß. Oh. Denn hier, was fliegt denn hier Schönes wieder rum? Irgendwas Größeres. Ignorieren wir erstmal ein bisschen. Dieser Zockgerät und liegt innerhalb Wanne. Es ist doch wie immer. Innerhalb der Wanne. Warst du schon bei diesem Anwesen? Bei welchem Anwesen? Wo Leto ist? Ja. Ich war auf jeden Fall bei einem Anwesen. Los, los. Lauf doch bitte weiter, Pferd. Nein, ich möchte dich überreiten. Na dann los. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Ja, deswegen zerstören wir auch das Nest, weil sie sich ja eh woanders wieder hochgraben. Weiter auf der Speisekarte. Frische Neckers. Richtig. Wir müssen auch gleich mal irgend zu einem Händler und einmal wieder Rüstung reparieren und Inventar leeren. Habe ich gerade mal gesehen. Ein bisschen zumindest. Goblins gehackt am Spieß. So. Haben wir das Nest schon mal fertig?
Nicht in der Wanne. Ach, du bist in der Wanne. Ja, aber du, das stimmt, das ist immer so, ne? Dass du gerade in der Wanne liegst und dann mir beim Geralt zu gucken. Warte, spielen zuguckst du jetzt. Warte, dann gehen wir aber nochmal eben zum Dorf hier. Nach dem Sprengen ins Nest schauen. Ah, verdammt, ich vergesse das jedes Mal, das zu looten. Jedes Mal. Hast ja recht. Hast du ja recht. Sagst du bitte aufs Pferd? Danke. Also das, daran dürfte mich ständig erinnern. Vergesse das ja auch immer. Oh. Witzig, ich war heute Nacht an genau der gleichen Stelle. Echt? Das ist in der Tat witzig. Ich hoffe, es gibt jetzt hier jemanden, mit dem ich kurz mal handeln kann. Hallöchen, AK-94 Carry. Wie geht's, wie steht's? Oh, wir sind falsch. So. Lauf, Blitze. Das Leto, ja, das ist das Leto-Anwesen, genau. Aber da möchte ich gar nicht hin. So, ich möchte ja eigentlich genau hier hin. In der Hoffnung, ja, es gibt hier einen Händler. Das ist schon mal sehr viel wert. Aua! 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 Ey! Ich verschwinde. Achso, du bist gar nicht der Händler. Dann rede ich halt mit ihm. Das ist auch okay. Milch, frische Sauermilch, Eier direkt aus dem Stall. Ja, nee. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. So. Dann haben wir nämlich mal die ganzen Waffen. Oh. Warte mal. Weil diese Schwerter sind sowieso nicht besser, aber eigentlich kann ich die am Brust behalten. Also eigentlich die hier, die für Stufe 18. So, was haben wir hier? Warte mal, ausgerüstet ist das gerade. Die ist ja viel besser, als ich habe. Oder? Ja, doch. Die kaufen ohne Probleme, die auch. Das wird es auch nicht jucken. Das juckt es auch nicht, aber die Rüstung ziehe ich auf jeden Fall. Damit haben wir auf jeden Fall sehr viel Gewicht wieder verloren. Die können wir eigentlich auch verkaufen. Mirtana, vielen Dank für den Follow und willkommen bei uns verrückten Birdies auf jeden Fall. So, leb wohl. Bis dann. Warum habe ich die noch nicht vorher angezogen, die Rüstung? Ach, doch, ich weiß, warum ich die... genau. Schwere Rüstung war. Und die hatte ich mal an. Genau. Ich wollte die nicht anziehen, weil es eine schwere Rüstung war. Und ich möchte leichte Rüstung tragen. Milch, frische Kommt alles noch. So, an Schadenrüstung bin ich noch weit nicht mal entfernt dran. Ernsthaft? Verdammt. Wie toll. 114. Ja, okay. Okay, dann müssen wir halt mit der Rüstung erstmal... Nee. Nein. Ich weiß noch nicht, ob ich etwas von dir kaufe. Ich möchte nicht Gwyn spielen. Ja. Er hat mich verklickt. Ich wollte keinen Gwyn mit ihm. Ich mag das Spiel. Oh, an solchen Rüstungen bin ich nicht mal entfernt dran. Ja. Okay, Fragezeichen, Fragezeichen. Nicht viele. Wir gehen jetzt hier straight hoch und dann wieder hier so runter. Und dann hier und dann da und dann hier und. Irgendwie so. Ups. Das war ein Missklick. Aber dann können wir auch mal eben einfach. Nee, ist okay. Wir meditieren später. Was ist mit deinem Satz? Hier zum Beispiel. Das Traumgeflüster nicht wieder erleben. So. Studenten live. Aber das ist noch. Ja. Ich denke mal auch. Ich wollte nur mein Pferd trinken und trinke erstmal eine Schwalbe. Das war nicht geplant. Ja, auch noch.
waren im zweiten Teil irgendwie angenehmer. Geil, macht erstmal so ein Salto. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Oh, ein Lapras. Ja, ein bisschen. Nur ein bisschen, aber auch. Einmal das Nest looten, bevor wir das wieder vergessen. Wäre doof. Plätze steht hier. So. Los, los. Cool, dann haben wir auch das nächste Monsternest. Gott, wie viele Betten das nächste ist jetzt auch wieder Monsternest. So. Oh. Oh mein Gott! Ja, ja. Ja, ich roll mit euch, Jungs. Ich roll mit euch. Ich roll mit euch. Ich roll mit euch. Ich weiß. Hoi, hoi, hoi. Ihr seid mal eben. Oh, fuck. Das war knapp. So. Haben wir auch wieder Schwalbe. Und jetzt können wir auch wieder einfach dagegen. Renn die auch noch von mir weg? Die arme Plötze, die wird hier die ganze Zeit massakriert. Krieg das aber hin. Wir rennen einfach mal zum Nest eben. Hä? Okay, Geralt, greif halt nicht an. Er läuft einfach. Ich weiß nicht, was er gerade für Probleme hatte. Haben wir Plätze eigentlich sterben? Nee, oder? Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Kudo, wenn du da lebens rauskommst. Ja, wieso? Wegrennen kann man doch immer. Beziehungsweise wegrollen. Doch nicht das Problem. So. Verschwinden kann ich immer, wenn ich will. Geh mir nicht auf Nüsse. Plötze! Hopp, hopp! Verdammt, bist du hässlich. Also Plötze ist wirklich nicht hässlich. So, jetzt reiten wir mal hier eben hin. Ich glaube nicht, dass sie deine Tragetasche ist. Was? Wer? Heilen ist völlig überbewertet. Komplett. Jens, komplett. Sag mal, kann ich eigentlich rohes Fleisch bei Witcher 3 einfach problemlos essen? Oder ist das irgendwie so ein bisschen problematisch? So von wegen, man wird dann vergiftet oder so? Oder okay. Warte, ich muss noch eben rausfinden, was es ist. Aua. Oh, fuck. Es ist... Ah, okay. Schön! Es ist ein Nest! Ja, ja, Monsternest. Sind beides immer Monsternester, ne? Habe ich das richtig entdeckt? Ja. Okay. Mhm. Ich wollte nur wissen... Dein Gaul. La, 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 du hast doch garantiert Brot und Wasser. Machst du das? Kannst du essen? Brot und Wasser. Kann sein.
Der Viva nicht mehr hinter uns her? Der letzte hat uns so lange verfolgt, deswegen bin ich ja gerade so. So. Magister Plötze, Zauberer der höchsten Merlin Ordens, Teleportationsmeister. Allerdings. So, Plätze. Ja, Plätze. Ja, du hast dich wunderbar teleportiert. In so einem Strauß. Mit Haaren aus Titanium und Nerven wie Gummi. Offensichtlich. Und noch ein Monsternest. Wie schön. Aber das mit dem hohen Fleisch, ich glaube nicht, dass. Das beantwortet ihr mir nie. Ich frage euch das jeden Stream und ihr ignoriert es einfach alle. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Jetzt tauchen auf einmal so viele auf. Ja, Headset. Und. Kollege, wo kommst du denn neuer? Nee. Na, du kannst es offenbar essen, aber die Haltung über die 3 Sekunden bricht auch nicht. Ich nehme immer Wasser und Brot, ist super. Aber kann ich damit noch irgendwas anstellen? Das ist halt auch noch so eine interessante, also finde ich interessante Frage. Eine Wasserflasche. Oh, ein Handball, ja geil. Sachen, die man nicht braucht. So. Ja, mal kurz ins Inventar und reparieren das Schwertchen. Jo, hatte Iris recht, ne? Ganzes nicht kochen, okay. Also kann ich rohes Fleisch einfach essen. Geil. Du könntest später oder bei Feuerstellen mit Fun. Man hat später wirklich Fun. Das Spiel hat so Möglichkeiten teilweise, wo du einfach nicht drauf kommst. Ah, oh, mal wieder Menschen. Warte mal, ich muss. Immer lacht. Immer lacht. Wie ein Mann. Wie immer lacht. Komm ich denn da hoch? Hier komm ich hoch. Achso. If we are playing Borderlands 2, I want to play Micromancer. Yeah, play whatever you want. I don't mind. Ist noch ein Deserteur. Ja gut, looten können wir also vorher noch nicht, bevor wir den nicht umgebracht haben. Ja, ist okay. Vor allem, du hast auch so viel Rüstung an. Nein, man kann es nicht essen, nur verkaufen und dafür anderes Essen kaufen. Okay. Mich nervt es halt nur ein bisschen, dass halt die ganze Zeit dieses rohe Fleisch mir als Standardessen so ausgerüstet wird. Das ist so. Los, iss es. Und dann sagst du, aber ich möchte es gar nicht essen. Gott, wo bin ich denn jetzt hier gerade gelandet? So. Aber du bist Hexer. Rohes Fleisch bringt mehr Gesundheit zurück. Ja, dann esse ich es.